war ein durchwachsenes Spiel von uns. Das Gegentor hat uns ein bisschen wachgerüttelt. In der ersten Halbzeit sind wir in der 25. Minute circa sind wir richtig zurückgekommen, haben das 1-1 gemacht. In der zweiten Hälfte, mit einem Fehler von mir, spielt den Ball so zu Guti, aber ein bisschen zu weit. Wir kassieren Konter, kassieren das, leider das 2-1 und dann hatten wir nicht mehr Stärke nach vorne. Ja, ich glaube, wir kommen nicht gut in die Partie, kriegen dann so ein scheiß Gegentor, wo wir einfach nicht gut verteidigen. Danach kommen wir mit so ein bisschen Ruck wieder rein ins Spiel, machen es 1-1, macht man so überragend. Und nehmen es auch gut mit in die Halbzeit und wollten halt genau das Gleiche wieder in die zweite Halbzeit transportieren. Ist uns leider nicht gelungen, kamen oft einen Schritt zu spät und kriegen dann aus so einer eigenen Kontersituation 2-1 und rennen dann die ganze Zeit an. Aber was wirklich zwingend ist, war jetzt nicht dabei, außer die Chance von Joe, wo ich denke, dass er die auf jeden Fall machen kann. Aber wie gesagt, das passt, glaube ich, zur aktuellen Situation, dass dann solche auch nicht reingehen. Ja, ich fand, war ein super, super schönes Tor von mir. Gut ausgekontert. Schön, dass es wieder vor der Kurve war, aber schade, dass es nicht gereicht hat. Ja, ich glaube, dass wir trotzdem uns auf unsere eigenen Stärken besinnen müssen. Es bringt jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, weil im Endeffekt, wir haben den Vorsprung noch. Ich weiß nicht, wie morgen die Spiele ausgehen, ist auch im Endeffekt egal. Wir müssen auf unsere eigene Leistung schauen, versuchen, Essen was zu holen und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, es sind jetzt zwei Spiele. Fokus ist jetzt auf, Fokus ist auf Essen. Schauen wir mal, dass wir das in Essen gewinnen. Wenn wir in Essen gewinnen, ist das Ding hoffentlich durch.